Hallo, schön, dass ihr wieder einschaltet. Ich habe heute Markus und Thorsten hier zum Interview für zwei kurze, schnelle Fragen. Was können wir uns in Deutschland von anderen Ländern in puncto Digitalisierung im Gesundheitswesen abgucken? Ja, hallo Birte, vielen Dank für die interessante Frage. Und ich glaube, eine Menge. Also wir Deutschen haben zwar das beste Gesundheitssystem der Welt, aber eben leider nicht das digitalste. Und das sieht man schön, wenn man zu unseren europäischen Nachbarn drüber schaut, wie zum Beispiel wie Estland. Ne? Und viele Gesundheitspolitiker fahren auch jährlich nach Estland und schauen sich an, wie digitale Prozesse im Gesundheitswesen funktionieren können. Und bei den Esten ist das so, dass schon direkt bei der Geburt eine elektronische ID vergeben wird, die die Esten dann für alle Behördengänge auch ihr Leben lang benutzen können und ohne direkt zur Behörde zu gehen, sondern das kann alles übers Internet erledigt werden. Ja, sehr gutes Beispiel, Markus. Estland hat ja die elektronische Patientenakte schon 2010 eingeführt. Und die Durchdringung im Markt ist auch bei nahezu 100%. Also sie wird genutzt. In Deutschland stehen wir da leider erst noch ganz am Anfang. Ich denke, da können wir ansetzen, nämlich daran, dass wir Mehrwerte aufzeigen durch die Politik, durch die Gematik, aber auch durch uns als Anbieter und Betreiber und alle beteiligten Akteure im Gesundheitswesen, Leistungserbringer, versicherte Patienten mitnehmen und ihnen aufzeigen, dass die Digitalisierung Vorteile bieten wird. Insgesamt wünsche ich mir oder sollten wir uns alle auf die Fahne schreiben, dass wir mit mehr positiven Spirit an die Sache rangehen und dann wird das auch was mit der Digitalisierung. Ja, perfekt. Ein Spagat schaffen zwischen Akzeptanz, Kommunikation und Sicherheit. Und das wäre auch dann schon die nächste Frage. Wie steht es denn um das Thema Datenschutz und Datensicherheit in der Telematikinfrastruktur? Ja, die Telematikinfrastruktur ist ja konzipiert und spezifiziert von der Gematik in enger Abstimmung mit dem BSI und mit dem BFDI. Und jeder Anbieter in der Telematikinfrastruktur und jeder Teilnehmer müssen diesen Vorgaben folgen. Es wird auch durch einen Zulassungsprozess überprüft, dass die Sicherheitsvorgaben entsprechend eingehalten werden. Ich denke, dass die Telematikinfrastruktur eine der sichersten Infrastrukturen in Deutschland überhaupt ist, neben kritischen Infrastrukturen wie der in der Versorgung mit Energie. Ich denke, da sind wir auf der sicheren Seite. Ja, das kann ich nur bestätigen, was Herr Thorsten sagt. Und zwar sind die Anwendungen und auch die Hardware, die in der Telematikinfrastruktur genutzt werden müssen, alle standardisiert, also werden vorgegeben von der Gematik. Bedeutet eben, dass nicht jeder Anbieter auf den Markt kommt und Leistungen oder Geräte anbieten können, sondern sind einfach alle standardisiert und haben alle dasselbe hohe Maß an Datenschutz und an Sicherheit. Und um an der Telematik-Infrastruktur teilnehmen zu können, muss ich mich als Leistungserbringer ja auch ausweisen. Das bedeutet, ich muss erstmal meine Institution ausweisen, dass ich berechtigt bin, überhaupt diese Leistung abzurechnen in Deutschland und eben an der TI teilzunehmen. Genauso muss ich mich persönlich ausweisen, dass ich berechtigt bin, diesen Beruf auszuüben. Und alleine durch diese zwei Identifikationen ist es auch gewährleistet, eben, dass nicht jeder in diese Kommunikation eintreten darf. Und als konkretes Beispiel, auch mit Blick eben auf die Avato Systems als unser Partner, möchte ich mal Kim erwähnen. Kim als Kommunikation im Medizinwesen, als E-Mail-Dienst, gesichert in der Telematik-Infrastruktur. Und die E-Mail, die ich schreibe an einen anderen Leistungserbringer, wird direkt verschlüsselt mit meiner SMCB-Karte, wird dann eben über die Telematik-Infrastruktur an den Empfänger übermittelt und der muss sie entschlüsseln mit seiner SMCB, sodass dazwischen niemand diese Nachricht abgreifen könnte und lesen könnte. Ne? Also da sieht man, wie schön sicher und mit Datenschutz dieses Thema auch behaftet ist. Super, vielen Dank, dass ihr hier wart und vielen Dank, dass ihr reingehört habt.